Wir leeren heute 29 Tier-Elf-Snowminions, die einen ganzen Monat mit Beacon hier rumstanden. Was dabei rauskommt, wie viel Geld und Mining XP das Ganze bringt, das seht ihr heute in diesem Video. Ich habe im letzten Video, wo ich ja die Snowminions wieder aufgestellt habe, einen Tag danach den Beacon hier aufgestellt und hier hatten wir insgesamt einen Boost von 24 Tagen drin, so viel ich mich erinnere. Der Boost ist jetzt auch schon einige Tage ausgelaufen und wir sind jetzt hier wirklich bei etwa 29 bis 30 Tagen, würde ich schätzen, wo die Minions hier effektiv gestanden sind. Und ihr wollt natürlich auch erstmal wissen, vielleicht wie viel ist hier überhaupt drin. Es sind hier insgesamt, jetzt seitdem ich die Minions aufgestellt habe, gut 800 bis 900.000 Items produziert worden von jedem Minion. Und wir haben ja die XX Large Storage überall auch hingepflanzt, damit wir überhaupt genug Platz haben in den Kisten. Also das sind die größten Kisten, die überhaupt möglich sind zu platzieren. Und hier ist noch zusätzlich so viel drin. Also ich würde die Minions sicher noch mal ein bisschen länger stehen lassen können, theoretisch. Aber ich möchte heute leeren, weil ich brauche oder ich möchte, jetzt wo Scorpio sagt, er noch Präsident, das ist ja noch ein Tag um 15 Stunden. Ich möchte während dieser Zeit unbedingt mir noch das Hegemony-Artefakt kaufen und um auf das Geld zu kommen, was ich dafür brauche oder dafür haben möchte auch, müssen wir heute jetzt wohl darüber auch die Minions mal leeren. Ich schätze mal, es kommen hier gut 50 Millionen Coins dabei rum, so zwischen 45 und 50 Millionen dürfen sein, schätze ich mal. Deswegen geht jetzt erstmal alles mein Geld auf die Bank und wir beginnen zu leeren. Und ich zeige euch auch ganz kurz dafür, wie ich das mache. Ich habe erstmal in der Hand meine Refined Stonk, die ein bisschen mehr Mining XP gibt, dank dem Reforge. Und ich weiß gar nicht, ob Compact auch noch mehr Mining XP dazu gibt, wenn man Minions leert, aber der Refined Bonus, diese 5%, die dürfen hier auf jeden Fall zählen. Dann habe ich aktuell ausgerüstet den Phoenix, denn der Phoenix, den habe ich bisher auf Level 87 gelevelt und das einzeln alleine nur durch Mining. Denn nachdem ich Mining 60 war, habe ich aufgehört, mich für den Golem oder auch den Zyberfisch zu benutzen, sondern mir einfach gedacht, ja, wenn ich sowieso schon so viel XP bekomme durch Mining, dann benutze ich einfach irgendwelche anderen Pets, die ja noch nicht Level 100 sind und habe einfach mit dem Level 1er Phoenix damals angefangen zu leveln und der ist jetzt wie gesagt hier auf Level 87, hat einen 40% Mining XP Boost drauf und ich werde mit diesem Pet ausgerüstet die Minions hier gleich leeren. Und ergänzend dazu haben wir hier den Snowman mit dem XP schon drauf, der ist jetzt Level 99, da fehlt nur noch sehr wenig bis der Level 100 ist und ich habe den Snowman tatsächlich nie gelevelt, der ist jetzt hier wirklich nur durch XP Share fast Level 100 geworden, hat allerdings auch mehrere Monate hat jetzt gedauert, also den habe ich auf jeden Fall letztes Jahr irgendwann angefangen mit XP Share zu leveln. Wäre natürlich sehr, sehr toll, wenn wir heute so viel XP dabei rumkriegen, dass der hier Level 100 werden wird. Aber das werden wir sehen. Deswegen würde ich sagen, wir legen gleich los und wir schauen auch mal ganz kurz aufs Leaderboard erstmal. Wir sind Mining Platz 223 und Taming Platz 181 im Moment. Und wenn wir noch ganz kurz hier auf die Dia Collection schauen, da sind wir aktuell bei 15,9 Millionen, damit Top 0,1%. Und auch da wird es natürlich einiges dazu geben, denn wie ihr schon gesehen habt, jedes Minion hat hier 3 Enchanted Dia Blöcke drin und hier dann doch auch nochmal fast 2 Stacks Enchanted Dias. Also das wird einiges sein, los geht's! Kurzer Zwischenstand nach der Hälfte der Minions und etwas, was ich bisher Ihnen schon sagen kann, ich bekomme auf jeden Fall mehr XP durch die Minions als gedacht. Also ich habe jetzt bereits über 3,5 Millionen XP gekriegt hier im Mining dazu und ich bin bei knapp 13 Millionen Coins, nur durch den Snow. Ich verkaufe den Schnee immer, weil ansonsten ist das halbe Inventar auch direkt wieder voll. Wir haben schon fast ein Stack Dia-Blöcke und wenn wir noch einen Blick auf unsere Pets werfen, XP-Share scheint nicht allzu viel zu bringen hier tatsächlich, aber ist ja auch klar, weil erstens gehen die XP beim Föhn der unterdessen jetzt schon Level 91 ist, also er ist schon 4 Level aufgestiegen. Natürlich muss man bedenken, hier kommt nicht so viel drauf, weil der Phoenix ein Combat Pet ist und dann nochmal ein Viertel davon geht ja letztendlich auf den Snowman, also das ist dann doch nochmal viel weniger. Aber weiter geht's, lass uns mal schauen, wo wir noch hinkommen und wie viel XP wir vielleicht eben auf dem Phoenix auch noch drauf kriegen. Thank you.
Und wir sind beim letzten Minion angekommen. 24,1 Millionen Coins habe ich jetzt bereits. Also ich glaube, ich bin hier ziemlich nahe mit meinen 50 Millionen Coins, weil in der Regel ist es ja meistens so, dass man dann nochmal so circa das Doppelte nur vom Schnee durch die Dias noch dazu bekommt bei Snow Minions. Und es ist übrigens auch so, dass Snow Minions alleine von den NPC-Preisen her aktuell auch die zweitbesten Minions sind. Platz 1 ist natürlich nach wie vor klar, das sind immer noch die Tarantula Minions. Und falls ihr wissen wollt, wie man berechnen kann, welche Minions die besten für Coins sind, dann schaut euch doch gerne das Video in der Beschreibung dazu an, was ich mal gemacht habe. Dort erkläre ich das nämlich, wie das geht. Und jetzt sind wir hier komplett durch. Ich habe genau 25 Millionen Coins bekommen, nur durch den Verkauf von Schnee. Und jetzt haben wir hier noch ein Stack und 43 Dia-Blöcke im Inventar, plus noch ein paar weitere Enchanted Dias. Auch die verkaufen wir und wir sind bei 46,9 Millionen Coins. Meine Schätzung zwischen gut 45 und 50 Millionen Coins war also ziemlich korrekt. Das ist doch wunderschön. Und wir wollen natürlich auch noch einen kurzen Blick auf unsere Pets werfen. Damit sich das aktualisiert, habe ich hier ins Hub gewechselt. Ich habe auf dem Phoenix insgesamt etwa 7,5 Millionen XP dazu bekommen. Das bedeutet, der ist jetzt hier sogar eine Seite nach vorne gewandert. Der ist jetzt hier kurz vor Level 95 sogar. Und unser Snowman hier mit dem XP-Shirt drauf, der ist ein bisschen weiter vorangekommen, aber auf jeden Fall doch noch recht weit von Level 100 entfernt. Aber es wäre auf jeden Fall schön, dann demnächst hier eine komplette Seite voll mit Level 100er Pets zu haben. Allzu viel fällt da ja nicht mehr nach, der ist fast Level 100 und auch der Phoenix, wenn ich da mal wieder irgendwie ein bisschen was meinen gehe oder auch wenn ich wahrscheinlich dann das nächste Mal die Minions leere in circa einem Monat, dann dürfte der spätestens Level 100 sein, aber ich denke mal bis dahin werde ich eventuell auch mein Blaze-Pad oder mein Elfin-Pad mal noch upgraden, je nachdem, beziehungsweise am Elfin-Pad vielleicht den Elfin sogar auch verkaufen und mir einfach den Legendary Level 100 wieder dazu kaufen, ja, das Upgraden, was ja 35 Millionen kostet beim Delfin, ist es ja nicht unbedingt wert. Aber ich habe auch die Dimension gewechselt, um kurz wieder zurückzugehen, damit sich halt natürlich das Leaderboard wie immer aktualisiert. Und wir schauen erstmal in die Collection einfach so rein, wie sieht es da aus. Wir haben 18,6 Millionen Dias jetzt hier drin. Da sind auf jeden Fall 3 Millionen ungefähr dazugekommen, nicht ganz. Und mal schauen, ob auch das Leaderboard schon aktualisiert hat. Ja, das hat es. Wir sind damit jetzt wieder in den Top 0%, aber noch nicht in den Top 1000. Aber das ist auf jeden Fall auch kein Ziel von mir, in Dias in die Top 1000 oder so zu kommen. Ist einfach nice to know. Und auch meine XP, da haben wir ungefähr auch um die 7 Millionen dazu bekommen, habe ich gesehen. Leider kann man das ja hier nicht sehen, wenn man schon über Level 50 ist direkt. Aber wir schauen mal. Wir sind auf jeden Fall jetzt Platz 175 im Mining. Damit dann so gute 50 Plätze aufgestiegen. Und Taming, da sind wir ebenfalls Platz 175, da also gerade mal 6 Plätze aufgestiegen. Und das hat natürlich auch seinen Grund, weil ihr natürlich gesehen habt, eben wie gesagt, na hier Phoenix sowie auch Snowman sind beides Combat-Pets. Wir haben aber mit Mining XP diese beiden gelevelt, also gibt es natürlich dementsprechend wenig Pet XP und auch eben dementsprechend wenig Taming XP. Jetzt denkt ihr euch aber vielleicht, ja Multi, du willst ja ein Hegemonie-Artefakt kaufen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mal genau, was die Preise in den Darker Auctions momentan sind. Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Und ich schaue mir jetzt mal ganz kurz die Preise im Auktionshaus an, weil die sind hier nämlich tatsächlich bedeutend höher als das, was ich aktuell an Geld zur Verfügung habe. Die beginnen hier so bei 150 Millionen Coins. Und wenn ich jetzt das Geld, das ich hier durch die Minions bekommen habe, auf die Bank lege, ja, dann bin ich ja erst bei 127 Millionen. Aber ich habe natürlich meine Kisten durchsucht und noch einige Items gefunden, die ich verkaufen konnte. Und habe hier noch 65 Millionen Coins im Bazaar, die ich claimen kann. Ist vor allem hier aus Endstone, aus paar Cookies, aus Enchanted Sugarcane. Dann haben wir noch Enchanted Golden Carrots, Enchanted Melonblöcke, Enchanted Seeds. Und ich hatte auch noch fast einen ganzen Stack Tidy Tide Hayballs, die ich mal gefarmt hatte. Und auch sonst noch ein paar andere Sachen. Diese haben sich alle verkauft, das heißt, ich kann mir hier alles abholen, was ich möchte oder alles hier einsammeln, was ich verkauft habe und zack, dann gehen wir wieder zur Bank und sind damit jetzt insgesamt doch bei 191 Millionen Coins. Und auch im Auktionshaus bei mir gibt es auch einige Dinge, da habe ich nämlich sehr, sehr viel Zeug verkauft, das auch irgendwie hatte. Einige Auctions laufen auch immer noch, aber ich claim jetzt einfach mal das, was irgendwie geht, das war jetzt sehr, sehr viel. Wieder weitere 4 Millionen Coins dazu und wenn ich das zur Bank bringe, bin ich jetzt doch bei 195 Millionen Coins wieder. Das ist sehr, sehr toll und ihr müsst mir jetzt unbedingt in die Kommentare schreiben, soll ich das Hegemonie-Artefakt in den Darker Auctions kaufen? Lohnt sich das? Soll ich da noch hingehen, solange Scorpius noch Präsident ist? Oder soll ich vielleicht doch jetzt ein Hegemonie-Artefakt aus dem Auktionshaus kaufen? Ich bin gespannt auf eure Antworten und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, falls ihr neu hier seid. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Peace out.